alle ins Stadion kommen, alle Waldhof-Fans. Wir wollen dieses Jahr eine richtig gute Runde spielen. Wir haben eine richtig gute Mannschaft, eine richtig junge. Wir haben richtig Potenzial drin und wir hoffen, dass wir auf eure Unterstützung zählen können. Hallo liebe Fans, wir haben eine ganz junge Mannschaft zusammenbekommen. Jeder Einzelne besitzt viel Qualität und wir hoffen, dass ihr uns in der Runde auch bei Niederschlägen immer unterstützt. Und es wird sich auszahlen, denn wir werden alles dafür geben, dass wir am Ende in der Liga möglichst weit oben stehen. Ja, liebe SVW-Fans, ich möchte, dass ihr alle ins Stadion kommt und die Mannschaft unterstützt, uns unterstützt. Und umso mehr Zuschauer da sind, umso mehr Stimmung ist da, umso mehr Punkte holen wir am Ende der Saison. Ich hoffe einfach, dass ihr auch genauso viel Spaß habt, uns auf dem Platz kicken zu sehen, mit ganz viel Leidenschaft, mit einem ganz jungen Team, mit Siegeswille. Und kommt einfach vorbei und guckt es euch an. Also, dieses Jahr ist echt alles anders. Wir sind sehr diszipliniert. Und wir sind halt alle junge Spieler und es macht riesen Spaß. Und ja, ich denke, dass wir dieses Jahr oben mitspielen werden und super Typen halt hier. Es macht richtig Spaß. Ja, Jungs, ihr Fans, die Bube, ihr wollt die Bube sehr. Und die geben immer alles 100%. Das brauchen wir auch, wir von euch. Denn ohne eure Unterstützung wird es nicht gehen. Ja, natürlich, es ist eine neue Saison, neues Glück. Alles neu. Da ist mir klar, dass man motiviert ist und alles. Ja. Los motivos que vengan al estadio a apoyar el equipo, daremos el 100% y haremos lo mejor para salir adelante. Komm zum Waldhof, denn alles andere ist nur Fußball. Ich habe mich für den Waldhof entschieden, ganz einfach aus dem Grund, weil Waldhof ein riesen Traditionsverein ist, so wie ich es auch kenne bei mir aus der Heimat aus Wuppertal. Immer viele Zuschauer, immer geile Stimmung im Stadion und das ist auch einfach ein Gefühl, das sieht man hier schon ja, an der Wand am Eisenweg, was die Fans hier aufbauen und das ist einfach ein geiler Verein. Ich habe mich für den Waldhof entschieden, weil es eine sehr gute Truppe, ein Traditionsverein und auch weil der Trainer ist ein Engagement-Trainer und ja, deswegen. Ich habe mich für den Waldhof Mannheim entschieden, aufgrund der super Entwicklungsmöglichkeit. Hier spiele ich mit ganz jungen Spielern zusammen. Jeder kann von jedem was lernen. Weil mir die Stadt gefällt, die Fans sind einzigartig und hier allgemein alles, passt alles. Ja, weil die Zuschauer super sind. Das ist eine tolle Mannschaft hier. Also der Verein in sich ist ja super. Der Kenan ist ein sehr guter Trainer, der uns sehr viel abverlangt, vor allem jetzt schon in der Vorbereitung. Aber der sehr viel Wert auch auf Taktisches legt und der hat auch uns sehr viel helfen kann und er, glaube ich, sehr gut zu unserer Mannschaft passt. Ja, der Kenan Kocak ist ein junger Trainer. Ich habe ihn bereits in den ersten 3 Wochen als guter Trainer kennengelernt. Natürlich sind die Trainingseinheiten dementsprechend auch hart, so gehört es. Außerhalb des Platzes kann man mit ihnen auch kleine Späßchen machen und das gehört auch so dazu. Die Saison der Liga werden wir versuchen, so gut wie möglich zu spielen. Und nach dem letzten Spieltag werden wir dann sehen, für was gereicht hat. Aber wir werden natürlich alles geben. In der Liga landen wir möglichst weit oben, das ist unser Ziel und jeder Einzelne wird versuchen, alles daran zu setzen. So weit oben wie möglich. Ich mache jetzt keine hohen Ansprüche, aber ja, ich hoffe, dass es zweistellig dieses Jahr wird. In der Liga und im Pokal werden wir da landen, wo wir mit unserer Leistung sind, also wie stark wir halt sind. Wir wollen das Maximum rausholen. Wir werden das Maximum rausholen, wir gucken, was am Ende rauskommt. Natürlich wollen wir alles gewinnen, dieses Spiel. Aber daran müssen wir am Ende dann gucken, was passiert. Ja, für den Pokal geben wir alles, um wieder zu gewinnen. Und den Pokal, den werden wir natürlich holen. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr den Pokal holen. Wie sagt man? Dieses Jahr ist er unser. Dieses Jahr ist er unser.
Oh, ich werde mich auf jeden Fall auf die Spiele hier gegen zu Hause gegen Offenbach und zu Hause natürlich auch noch gegen Lautern. Werden richtig geile Spiele sein. Ich freue mich am meisten auf das Spiel gegen Offenbach. Es wird für uns junge Spieler vor allem eine ganz große Herausforderung sein, vor mehreren tausend Fans zu spielen, eine neue Erfahrung. Und da wird sich zeigen, wer der richtige Typ auf dem Platz ist. Am meisten freue ich mich jetzt nicht auf die Spiele wie Offenbach und das so, wo viele Zuschauer kommen. Am meisten freue ich mich einfach aufs Wiedersehen im FC Nürnberg Homburg, vielleicht im Waldstadion, wo ich dann meine alte Mannschaft wieder sehe. Und es wird ein geiles Spiel am letzten Spieltag. Ich freue mich natürlich auf jede Spiele. Offenbach natürlich. Offenbach auswärts. Ja, ich freue mich auf das Spiel gegen Kickers Offenbach. Kann man rausschneiden. Das macht der Dino. Vergrößern wir. Mühle seine Schuhe, bitte. Mühle seine Schuhe. Ja, naja, aber was soll ich dazu sagen? Sag's bitte. Mühle hat Bergsteigerschuhe. Christian Mühle. Ja, da kann ich was Lustiges sagen über Nico Segert. Der wird hier auch in internen Kreisen als David Beckham des SV Waldhof bezeichnet, weil er auch so ein bisschen die Diva ist aus der Mannschaft. Aber. Laut dem Trainer hat Mühlbauer Bowlingschuhe. Ja. Nein, keine Ahnung. Oh Mann, jetzt darf ich nur lachen. Der ist verheiratet. So, vamos, so. Vamos, vamos, so. Geh mal. Geh mal, geh. Warte, warte, weil ich überleg's mir mal. Das macht halt wieder Witz. Unser Motto in der Saison wird sein, dass wir jedes Spiel leidenschaftlich angehen, dass wir einfach mit Herz Fußball spielen. Und sich jeder weiterentwickelt und wir am Ende sagen können, es hat sich gelohnt, sich jedes Mal im Training zu quälen. Das hat man jetzt auch schon in der Vorbereitung gesehen. Das Motto der Saison wird sein, einfach jedes Spiel mit voller Leidenschaft, mit vollem Elan, einmal einfach 100% geben und dann von Spiel zu Spiel weitergucken und jedes Mal die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Ich erhoffe mir natürlich, dass wir erstmal eine richtig schöne Runde spielen, dann natürlich die persönliche Entwicklung mit, da ich noch relativ jung bin, dass ich mich immer weiterentwickle, auch von den etwas älteren Spielern auch immer was mitkriege und etwas lernen und dass wir insgesamt einfach Spaß haben und eine ordentliche Saison spielen. Motto der Saison ist einfach alles raushauen, viel Erfahrung sammeln, die geilen Spiele mitnehmen, ja, und Spaß haben. Vollgas! Dale mucho al fútbol y el fútbol te dará mucho. Verletzungsfrei bleiben. Tradition, Leidenschaft, Herzblut. Gibt immer alles. Ehrgeiz. Bueno, vamos al estadio apoyando al 100% que daremos lo mejor. Super Waldhof!